Ja, guten Morgen, willkommen zur letzten Lehrveranstaltung. Wir haben heute was Besonderes vor. Zum Schluss gibt es einen Film. Vielleicht kennen Sie den Film schon. Eigentlich gibt es zwei Filme. Wenn wir noch genug Zeit haben, machen wir zwei Filme. Kann man nachher erneut angucken in YouTube. Heute geht es um die abschließenden Teile der Lehrveranstaltung. Es geht hier zunächst einmal so eine Zusammenfassung der wichtigen Inhalte der Vorlesung in Vorbereitung auf die Klausur, die nächste Woche stattfindet. Ich werde davon ausgehen, dass Sie schon mal in der Übung die Details erfahren haben. Wir haben ein ziemlich straffes Format für die Klausur. Daher ist alles relativ bei der Vorbereitung relativ leicht. Sie können sich da so vorbereiten, indem Sie auf diese Fragentypen etwas sich damit beschäftigen. Also letztes Mal hatten wir, das ist die letzte Sitzung, also wir werden kurze Zusammenfassung von Nummer 12 von letzter Woche. Ich werde ein bisschen die Lehrveranstaltung zusammenfassen, Makro 1 und 2, hoffentlich ein paar Anregungen mitgeben, dass Sie weitermachen in Makro. Es gibt interessante Vorlesungen im Bachelorbereich in den kommenden Semestern. Und dann möchte ich mal die Finanzarchitektur, das ist sehr im Gespräch im Moment, die Rolle der Finanzmarktentwicklung und auch der Globalisierung. Aber ich versuche erstmal aus der Perspektive der Wirtschaftsgeschichte, die Sie auch gesehen haben bei Professor Wolf. Und dann möchte ich das ein bisschen in die Gegenwart projizieren, ob wir wirklich was Neues haben oder ob es eine Wiederholung der trüben 30er Jahre ist. Und dann möchte ich mal zum Schluss ein bisschen auf die Lehrmeinung eingehen. Also die Geschichte der Lehrmeinung ist sehr wichtig. Es gibt immer diese großen Namen, die man mit Ideen verbindet, und ist es auch so in anderen Fächern, vielleicht ein bisschen mehr bei uns, weil das Fach immer noch ein bisschen am Entwickeln ist. Es gibt viele neue Ideen, man kehrt zurück auf alte Ideen, und selbst Karl Marx wird wieder mal modisch, aber die Ideen sollen immer mit Gesichtern verbunden werden, gerade in der modernen Makro seit John Maynard Keynes in den 30er Jahren seinen großen Fußabdruck hinterlassen hat. Ja, letztes Mal hatten wir Nachfragepolitik und Fiskalpolitik abgeschlossen, das war relativ schnell, und dann haben wir die Angebotspolitik aufgegriffen. Ich habe argumentiert, dass man vielleicht in der Vergangenheit teils zu wenig, teils zu viel Aufmerksamkeit dieser Art von Politik gegeben hat. Auf jeden Fall ist es längerfristig angelegt. Ich habe sehr von dem irischen Wunder geschwärmt, und schwuppdiwupps nach dieser Vorlesung, Sie haben es bestimmt mitbekommen, die irische statistische Behörde hat eine Wachstumsrate von 26% angemeldet fürs Jahr 2015. Und das hängt damit zusammen, dass Sondereinflüsse natürlich am Werk waren, aber das sind Sondereinflüsse, die tatsächlich wirtschaftliche Wirtschaftskraft darstellen, und das sind sozusagen Ergebnisse langfristiger Politik. Die Iren machen ihre Politik seit 20 Jahren, und ebenso dauert es 5 bis 10 Jahre, bevor die Harzreformen richtig Früchte tragen, und es wird auch für die südeuropäischen Länder auch sehr lange dauern, bevor sie ihre Angebotspolitik so orientieren, dass es wirklich Wirkungen hat. Und die Frage ist immer, ob die Politiker genug Geduld haben. Ich habe ein Beispiel gegeben des Arbeitsmarktes. Das ist auch im Lehrbuch sehr groß geschrieben. Es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen. Wir haben auch über die Dynamik Wachstumspolitik im Sinne von höhere Wachstumsraten, nicht nur für ein Jahr, sondern oder 5 Jahre, sondern für mehrere Jahrzehnte. Was ist dafür notwendig? Die Wissenschaft ist teilweise unschlüssig, aber wir wissen, dass Humankapital wichtig ist, dass Infrastruktur wichtig ist. Und das sind alle Dinge, die in der politischen Diskussion in Deutschland sehr, sehr aktuell sind, nicht?
Ja, und praktische Umsetzung war auch da. Also, wenn ich das machen darf, möchte ich mal ein paar Hinweise auf den Weg geben. Es ist nett, dass Sie alle gekommen sind in diesem, zu diesem ja, allerdings etwas trüben Tag. Die Sonne scheint nicht so doll, dass man eigentlich eine gute Ausrede hätte, nicht hinzugehen. Aber ich will nur mal darauf hinweisen, was wir... wir haben sozusagen versucht, den Weg vorzubereiten für spätere Lehrveranstaltungen, wo Sie vielleicht auch Marco in der Tiefe bis zum Rande der Forschung hin können. Also wir fingen erstmal mit dem ISTR-Modell an. Das geht um kurzfristige Aussagen. Das wird immer noch benutzt von Wirtschaftspolitikern, auch wenn sie einen Stab von Menschen, die vielleicht mit computergestützten Modellen arbeiten. Aber um die schnelle Intuition zu bekommen, ist dieses sehr nützlich. Allerdings mit dem Haken, dass die Preisrigidität eine ganz wichtige Annahme darstellt. Das war auch bei Keynes so. Wenn Sie die allgemeine Theorie lesen, stellen Sie fest, dass Keynes relativ früh davon gesprochen hat, dass Preise und vor allen Dingen Löhne, Nominallöhne, nicht nach unten anpassungsfähig oder bereit sind. Es dauert manchmal lange. Und er bezog sich auf das desaströse Experiment von Churchill im Jahr 1925, 26, um das Pfund wieder auf Goldparität zu bringen, hat er im Prinzip eine Deflation in England verordnet. Also der hat wirklich restriktive Fiskalpolitik ohne Ende gemacht und die Arbeitslosigkeit in England war sehr hoch. Brüning hat das auch gemacht vor der Machtergreifung. Also wenn Sie mal in die eigene Geschichte zurückblicken, gibt es auch solche großen Fehler, wo man wirklich sehr viele Menschen total verfremdet hat, konnten keine Arbeit finden und viele beziehen sich auf Griechenland. Ja, dass die griechische Situation nichts anderes ist, obwohl Griechenland eine offene Volkswirtschaft ist und eigentlich wettbewerbsunfähig ist. Wenn bei allen Analysen seit den 80er Jahren hat sich nicht weiterentwickelt. Das muss man auch dazu nehmen als Begleitmusik und deshalb die Angebotspolitik, mein Appell immer, die Angebotspolitik etwas ins Visier zu nehmen. Ja, dann haben wir da die Preisentwicklung mit einbezogen. Das ist eher so eine mittelfristige Analyse. Die Inflation mit Hilfe des ASAD-Modells. Und das kann man auch formal mathematisch ableiten, auch mit mikroökonomischen Fundierungen. Eine gewisse Befreiung von der Lukas-Kritik ist dabei, nicht unbedingt hundertprozentig. Vergewissen Sie sich, dass Sie wissen, was ich meine damit, nicht die Lukas-Kritik. Und die Rolle der Erwartungen sind sehr wichtig. Das kann man tatsächlich immer noch projizieren in diese zweidimensionale Abbildung, indem man das Absolutglied der AS- und AD-Kurven mit Erwartungen lebendig machen. Das heißt, man weiß nicht unbedingt, ob diese Erwartungen mit dem Modell selber konsistent sind, bis man es in einen Computer eingefüttert hat. Aber man kann wenigstens sagen, bei gegebenen Erwartungen, die positiv, negativ ausfallen, wie verschieben sich die Kurven. Und das ist genau das Niveau, das wir in Makro 2 anstreben. Ja, und wir haben eine Menge über Politik gemacht. Wir haben über Nachfragepolitik, wir haben über Fiskalpolitik, wir haben insbesondere die Stabilität, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der europäischen Situation im Moment. Wenn die Europäische Währungsunion auseinanderfliegt, wird es deswegen sein, weil die europäischen Staaten ihre Schulden nicht in den Griff bekommen haben und bestimmte Länder nicht mehr das alles durchfinanzieren wollen. Und dann ist das Ding eigentlich dem Ende sehr nah. Und ja, Angebotspolitik als Alternative. Ich meine immer noch, dass es möglich ist. Wir werden zum Schluss in diesen beiden Filmen, die ist ein bisschen leichte Kost für Sie, aber auch zu sehen, wie das tatsächlich zu verstehen ist. Das ist die große Diskussion der letzten 50 Jahre eigentlich. Bleibt immer noch eine offene Frage, auch zum Teil eine Meinungsfrage. Ja, also ich möchte erstmal die Finanzmarktarchitektur in diese Diskussion einbringen. Das bezieht sich auf Teile von Kapitel 19 und auch die Finanzmarktkapitel
oder die, der Bezug auf, den, auf das Finanzmarktkapitel, Kapitel 14, 16. Und dabei können Sie etwas lernen über die Gegenwart, vor allen Dingen über den Euro. Wenn man verstehen will, was, warum der Euro in schwierige in schwierigen Gewässern ist. Das ist deswegen, weil wir gerade diese Lektionen nicht gelernt haben. Ich möchte erstmal die Goldwährung, den Goldstandard einführen als Basis. Im Prinzip haben wir das heutzutage. Der Euro ist nichts anderes als eine Art Goldstandard innerhalb der Europäischen Währungsunion. Dieser Mechanismus, den wir mit Hume verbinden. Das war früher so, dass Exportüberschüsse mit Goldzufluss verbunden waren, Leistungsbilanzüberschüssen, Kapital floss in Form von Gold in das Land hinein, Kapitalmobilität war nicht so groß. Exportierende Länder hätten dazu bei den Goldzuflüssen eine inflationäre Tendenz und das hat im Prinzip die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder in diesem Prozess rückgängig gemacht, also abgebaut. Und dieser Prozess ist von David Hume im 18. Jahrhundert schon identifiziert worden in seinem kurzen Aufsatz. Und im Prinzip ist das eigentlich, wie ein Festkurssystem funktionieren muss. Es gibt sonst keine Mechanismen, die garantieren, dass Länder, die immer Defizite fahren, irgendwie Finanzierung für ihre Leistungsbilanzdefizite bekommen, dass sie tatsächlich irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen werden. Also internationale Kreditaufnahme ist nicht verboten und Länder wie Griechenland oder Argentinien können sicherlich Banken finden, die zu bestimmten Bedingungen Kredite rüberschieben auf Basis der Bonität der Steuerzahler, die in diesem Land ansässig sind. Und man kann sowas leider nicht verbieten. Politiker können hinkommen und gehen, die können tatsächlich eine Situation zustande bringen und dann sich verabschieden. Und dadurch ist ein Land wie Griechenland auf sehr hohen Schulden. Und man kann natürlich nur die vergangenen Politiker, auch die Banker oder die Kreditgeber, ich meine auch Deutschland und Frankreich, zur Rechenschaft ziehen, aber sie sind manchmal auch nicht mehr da. Also die Großen von der Commerzbank und von der Deutschen Bank, die großen Darlehen an Griechenland überhaupt gemacht haben, sind nicht mehr fassbar. Insofern ist es eine gefährliche Situation. In einer Währungsunion muss es nicht die Banken sein, es kann auch private Kreditgeber aller möglichen Typen. Es kann auch Staaten sein, es kann auch die Zentralbank sein. Also die Europäische Zentralbank ist im Prinzip auch die letzte Instanz bei defizitären Ländern durch die Target 2 Salden. Also die Stabilität und Krisen, die damals mit Gold haben dazu geführt, dass man eine Art Fiat-Geld, Geld, das man tatsächlich durch eine Zentralbank herausbringt, ohne Gold als Gegenwert herausbringen konnte, das wurde eigentlich Standard. Das wissen Sie ja, wir werden gleich sehen, was es damals gebracht hat. Aber man hat die Idee, dass eben die Stabilität des wirtschaftlichen Systems auch zum Teil durch ein relativ elastisches Angebot, durch ein elastisches Angebot an Geld gesichert war. Und das war bei Gold nicht unbedingt der Fall. Gold ist tatsächlich damals bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs durch zufällige Funde erweitert worden. Es ist klar, das ist irgendwie das Schöne an Gold, wenn man überhaupt was Schönes daran findet, ist, dass das Angebot fest ist. Und wir haben gelernt in Makro 1, dass das auch ein Nachteil ist, wenn die Geldmenge exogen vorgegeben ist, dann muss man mit Zinsschwankungen und man muss irgendwie mit anderen Problemen rechnen, möglicherweise auch Deflation, wenn zu viel produziert wird. Und so weiter. Ich werde das erstmal darstellen und dann gehen wir auf diese grobe Gliederung weiter zurück. Die Wirtschaftskrise werden wir mal angucken und dann, was nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, nämlich Bretton Woods und eine Pseudo-Gold-Standard, so eine Art Gold-Wert-Standard. Eigentlich war das ein Dollar-Standard. Und dann der Kollaps im Wiederaufbau. Das sind so richtige Phasen der Wirtschaftsgeschichte, die jeder Mensch, der sich ernsthaft mit Ökonomie, Makroökonomie beschäftigt, kennen sollte.
Zunächst einmal gucken Sie sich mal, wie es aussah, als wir tatsächlich Gold benutzt haben. Das heißt, die Zentralbanken haben im Prinzip eine Parität deklariert, genau wie wir das aus dem europäischen Währungssystem, also Vorgänger des Euro, kennen. Und man musste einfach nur dafür sorgen, dass Gold bzw. der Besitz an Gold hin und her geschoben wurde, je nachdem, ob Länder defizitär waren, also Leistungsbilanzdefizit, zu viel importiert im Vergleich zu Exporten, musste man Gold verlieren. Und das wirkte deflationär auf das Währungssystem. Die Preise mussten irgendwie mit Schmerzen zurück. Aber die Inflationsrate wurde durchaus begrenzt. Sie sehen ja, das sind echt moderate Inflationsraten. Also bei Fehlmessung der Preisniveaus könnte man sogar von Deflation sprechen. Das heißt, die Wirtschaft wuchs schneller als die Zahlungsmittel. Ja, senken Sie mal in Ihre Geldumlaufgeschwindigkeitsgleichung. Das ist eine der einfachsten Dinge, die wir in Makro 1 lernen. Das sieht man ganz genau, dass es Preisstabilität, sogar Instabilität gegeben hat. Und da sehen sich viele Menschen danach und finden das toll. Aber wenn Sie im Lehrbuch schauen, ich habe die Daten nicht hier zu präsentieren, wir haben zu viel zu besprechen, aber die Fluktuationen der Wachstumsraten war entsprechend hoch. Also das heißt, der Preis für diese Geldwertstabilität beim Goldstandard war eben eine sehr volatile Entwicklung der Wachstumsraten. Und naja, es gibt Leute, die sagen, ja, das liegt an anderen Dingen, das liegt vielleicht an der Volatilität der technologischen Entwicklung. Und es könnte durchaus daran liegen, dass bei rigiden Preisen Verschiebung der Nachfrage Preisänderungen führen, die natürlich gewaltig ausfallen. Das sind genau bei Krisen auf jeden Fall große Krisen des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts, 1907 zum Beispiel, hat man Deflation beobachtet bei einem Goldstandardsystem. Und es gab tatsächlich Mogeleien, also die Zentralbanken haben versucht, ein bisschen um diese Goldpoints herumzuspielen, aber es war schon ein sehr diszipliniertes System, weil jedes Land irgendwie ein bisschen Nationalstolz an diese Parität hatten. Diese Zeiten sind längst vorbei. Also das ist, man hat tatsächlich festgestellt, dass es ein Hemmnis, und nach dem Ersten Weltkrieg gab es tatsächlich inflationäre Finanz. Man hat, genau wie wir das im Kapitel 17 oder in meiner vorletzten Vorlesung dargestellt habe, man hat versucht, über die Zentralbank und über Herausgabe von Anleihen, die Zentralbank finanziert waren, Kriege zu finanzieren. Also insofern ist es eine fürchterliche Verwendung der makroökonomischen Handwerkzeuge, aber man hat daraus gelernt, dass die Preisniveau, das sich eingestellt hat nach dem Ersten Weltkrieg, viel zu hoch war, um konsistent mit den alten Goldparitäten zu sein. Und es waren ein paar Leute wie Winston Churchill, die meinte, trotzdem muss Großbritannien wieder groß sein, also ein bisschen wie Donald Trump oder Boris Johnson. Und das hat tatsächlich mit großen Schmerzen und Arbeitslosigkeit hinbekommen. Aber das ist nicht gerade der beste Weg. Und dann kam die Wirtschaftskrise, und ich will das nicht vertiefen. Sie kennen das aus anderen Diskussionen. Wir haben das auch im Lehrbuch im Kapitel 19 ein bisschen, es war eine Blase, die durch unregulierte Finanzmarkttransaktionen zu verantworten war, und auch eine schlechte Politik der Zentralbanken damals, weil sie natürlich immer ein bisschen an diesem Gold- und Goldwertstandard gehangen oder ja, daran sich geklemmt haben, und das war keine schöne Zeit, weil Sie wissen ja, die erste Entwicklung war sogar hier in Deutschland. Man gibt immer den Amerikanern die Schuld, aber eigentlich der erste richtige Krach war hier in Deutschland, 27 in der Burgstraße, hier. Und amerikanische Investoren haben natürlich fürchterlich viel Geld verloren, weil sie sehr viel hierher gebracht haben. Also ganz umgekehrt wie heutzutage. Alle haben in Deutschland investiert, das war das große aufstrebende Land. Und das war in den 20er Jahren, und dann gab es diesen Krach 27, und 29 hat man die Spätfolgen mit einem viel größeren Krach. Aber was wirklich identifizierbar ist, ist die Tendenz von Banken damals, die
weitgehend unreguliert waren, Kredite an Investoren zu geben, damit sie zocken konnten. Also Leute wie Sie konnten Kredite aufnehmen bei Banken und das investieren, weil Aktien, das war das Tollste. Es gab auch neue Erfindungen wie Radio und auch das Automobil war plötzlich in der großen, im großen Stil produziert und da braucht man Kapital. Also es gab sehr viele Firmen, viele Autofirmen, die Aktien herausgegeben haben, viele verarbeitende Maschinen, also Werkzeugmaschinen, die man brauchte. Das heißt, das Ganze wurde natürlich durch reale Substanz abgedeckt, aber es war übertrieben. Und durch den Krach von 29 kam eine ganze Reihe von ganz fürchterlichen Entwicklungen. Möchte ich erst mal zeigen, wie das hier beim Goldstandard war. Also bis 31 waren die meisten Länder eigentlich schon noch bei ihren Goldparitäten. Also eine Ausnahme war Dänemark. Dänemark hat sich schon losgesagt und das Vereinigte Königreich, weil sie dieses Land tatsächlich durch Churchill so viel gelitten hat, dass die Politik tatsächlich, also Churchill war, glaube ich, verabschiedet worden und dann haben sie abgewertet. Das heißt, der Goldpreis von in Pfund ausgedrückt wurde erhöht und das hat plötzlich die britische Wirtschaft in Wettbewerbsfähigkeit gebracht über Sigma. Das kennen Sie aus der Diskussion, die wir schon hatten. Und England hat tatsächlich ein bisschen schneller sich entwickelt, aber das wurde ein bisschen als kriegerische Handlung gesehen damals. Nicht? Also die Abwertung, übrigens Norwegen war auch dabei. Norwegen und Dänemark war fast ein Land, also immer noch. Die haben sich losgesagt vom Gold im Prinzip durch eine schlagartige Abwertung, nicht wie Großbritannien das gerade gemacht hat, durch den Markt, sondern durch deklarierte Abwertung. Und da kamen natürlich plötzliche Reaktionen. Die Amerikaner haben sich geärgert, weil die Europäer natürlich durch diese Abwertungen sich wieder wettbewerbsfähig gemacht haben. Also amerikanische Exporte waren teurer in England und britische Exporte nach Amerika waren billiger. Und die Amerikaner haben sich geärgert. Jemand wie Trump, Smoot und Hawley, das waren zwei Leute, die sich machen wir Amerika wieder stark und schützen wir uns vor den bösen Ausländern, dann erhöhen wir die Zölle. Und dann hat man schlagartig Zölle eingeführt. Nicht? Also die haben das erstmal so gemacht, um sich ohne den Dollar abwerten zu müssen. Und die Europäer haben natürlich darauf reagiert mit weiteren Abwertungen. Und die Amerikaner haben auch mit der Wahl von Präsident Roosevelt, ein Demokrat, hat gesagt, ja, wir machen das auch. Dann haben sie losgesagt von dem Goldpreis von damals, was weiß ich, $32 pro Unze. Und es gab eine kräftige Abwertung. Nicht? Und das heißt, Amerikaner waren wieder einfuhrfähig in Europa, aber die Europäer haben ihre Zölle angehoben und dann haben sie auch nochmal abgewertet. Und Sie sehen, das ging immer weiter. Das war ein Handelskrieg auf makroökonomischer Ebene. Nicht? Und Sie sehen, die Dänen waren ganz vorne. Und ja, was sagen Sie dazu, Jakob? Also dann die Belgier und so weiter. Und das war wirklich so eine ganz interessante Entwicklung. Also es kann nicht sein, dass jeder sich abwertet gegen jedes andere Land. Irgendwann kommt dieser Prozess natürlich zum Stillstand. Also der Außenhandel ging schlagartig zurück. Das ist eine sehr berühmte Abbildung von Charles Kindleberger, der gezeigt hat, wie ein Vortex der Welthandel runtergespult würde. Das heißt, es ist eine schlimme Situation, die sicherlich mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs irgendwo mal verwandt oder irgendwie mal die Machtergreifung und all diese Dinge haben ein bisschen an diesem Kollaps des Außenhandels, der tatsächlich sehr viele Arbeitskräfte und Arbeitsnachfrage unterstützt hat und den Menschen sicherlich besser gestellt hat. Und diese Gefahr gab es tatsächlich nach der Finanzkrise 2008-2009. Man hat schon irgendwie die Anfänge, das werde ich gleich zeigen. Deshalb die Ähnlichkeiten muss man schon ernst nehmen. Also die Menschen lernen nicht besonders viel in Zyklen von 75 Jahren, wenn alle, die damals gelebt haben, nicht mehr vorhanden sind. Also
Ich schilde das sehr schnell. Sie sollen wirklich Kapitel 19 mal anschauen. Das ist auch für Ihre persönliche Weiterbildung. Der Zweite Weltkrieg hat sehr viel Sachkapital zerstört, sehr viele Menschenleben gekostet. Und das hat die Wirtschaftslage in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und anderen Ländern, total niedergeschmettert. Auch in England war die Situation nicht ganz rosig. Da war die Frage, wie kann man die Weltordnung, die Finanzordnung reformieren, damit Europa wieder auf die Beine kommt. Und da kommt immer die Frage, wer bezahlt das? Wer bezahlt den Wiederaufbau von Europa? Europa hat sich sozusagen selbst niedergeknüppelt und es gab wirklich Hungernot in vielen Ländern. Und die Frage ist, wer soll das finanzieren? Wer soll es bezahlen? Und man sieht entlang dieser Entwicklung des neuen Finanzsystems nach der berühmten Bretton Woods-Konferenz von 1944 und 46 die weiteren Entwicklungen davon, wie man das als globale Machtinteresse, als globales Machtinteresse auch ansehen konnte. Es war so, dass die Amerikaner die einzigen waren, die überhaupt in der Lage waren, Europa aus diesen Ruinen rauszuholen, weil es um reale Ressourcen geht. Es geht um Wiederaufbau mit neuen Maschinen, also Kapitalstock, also Entwicklung, Technologie, Transfer, all diese Dinge müssen auch bezahlt werden. Die Frage ist, können die Europäer das bezahlen? Nein, konnten sie nicht. Sie mussten Kredite aufnehmen gegenüber den Amerikanern, oder sie würden so weit abwerten, bis es wäre wirklich eine nicht haltbare Situation. Und man hat immer da ein bisschen nach diesem Goldstandard gesehnt. Das heißt, man hatte gleich einen Kampf zwischen zwei Lager, also die Keynes war auch anwesend damals, und die amerikanische Seite durch E.B. White quasi die amerikanische Interesse, des amerikanischen Interessen sehr verfolgen hat wollen. Keynes hat die Idee gehabt, wir schaffen ein neues globales Geld, Bancor hieß es, und das würde man irgendwie hin und her schieben, Angebot wäre fix, man bräuchte nicht mehr die Ketten von Gold, man könnte sich befreien von Gold, und dieser Bancor wird durch eine internationale Zentralbank reguliert. Und man könnte sich vorstellen, dass durch eine geordnete Abwertung die Europäer sich wieder wettbewerbsfähig machen können. Das war die Keynes-Idee. Und White hat gesagt, nee, nicht bei uns, weil wir die Finanziers sind. Also die Kreditaufnahme wird vorwiegend über die USA kommen. Deshalb wollen wir den Dollar zentral hinstellen. Das war nicht die direkte Argumentation, aber implizit schon. Alle haben es verstanden. Die USA wollte ein anderes System. Und ich glaube, die USA letztendlich haben das verstanden, dass sie ohnehin das bezahlen müssten. Und wieso kann es sein, dass die USA nicht die Seniorage davon bekommt? Und jetzt muss ich mal Sie daran erinnern, was Seniorage heißt. Wenn Sie es nicht wissen, werden Sie das wissen müssen und lernen müssen. Seniorage heißt die Geldschöpfungsgewinne, die man durch die Herausgabe von Zahlungsmitteln bekommt. Und die USA als Zentrum eines neuen Systems könnte im Prinzip diese Gewinne für sich beanspruchen. Die anderen europäischen und Japan und andere Länder, die dabei waren, könnten sich im Prinzip ranhängen, aber die Seniorage Gains würden nach Amerika fließen. Und ich glaube, in der Logik der damaligen Zeit war das eigentlich gar nicht so unvernünftig, weil die Amerikaner nicht erwarten, konnte nicht von den Amerikanern erwarten, dass sie gerade nach dem Krieg Steuererhöhungen tragen müssen, um Europa zu entwickeln. Europa war verantwortlich für diesen blöden Krieg. Insofern, es war, ich glaube, aus der Sicht der Amerikaner genau die einzige tragbare und vor allen Dingen zu Hause verkäufliche Entwicklung der Weltfinanz nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie müssen sich verstehen, also diese CA plus KA plus OFF gleich Null, das ist aus Makro 1 erster Vorlesung. Nicht? Also jedes Land, das einen Leistungsbilanzüberschuss fährt per Saldo Kapitalbilanzdefizite. Es sei denn, die Zentralbank das finanziert. Welche Zentralbank? Nicht? Also die Frage ist, ob eine Zentralbank überhaupt eine
konvertible Währung herausgibt. Insofern, diese Logik, diese Gleichung hat geheißen, also wenn Europa sich entwickeln will nach dem Zweiten Weltkrieg, müssen gewaltige Leistungsbilanzdefizite gefahren werden. Das heißt Kapitalbilanzüberschüsse. Das heißt, die Amerikaner müssen in Europa investieren. Und das haben sie gemacht. Aber in diesem Modus glaube ich nicht. Insofern oft war quasi die Möglichkeit, dass die Europäer auch über Zentralbanktransaktionen das auch mit finanzieren, unter der Bedingung, dass gerade dieses System funktioniert, dass langfristig Kapitalbilanzdefizite mit Leistungsbilanzüberschüsse finanziert werden. Und das hat zu Problemen geführt, und das werde ich gleich mal erzählen, nicht? Also es ging um dieses Triffin-Paradoxon. Also wie können die Europäer das bezahlen, wenn sie gar kein Geld haben? Wer finanziert das? Wer gibt die Kredite her für die Europäer? Der Marshall-Plan zum Beispiel, wer finanziert das alles und so weiter. Und da sehen Sie es an dem Entwurf das ist sozusagen das System, das sich durchgesetzt hat, im Gegensatz zu Keynes. Keynes wollte Bancor ganz oben, wo Gold steht, und also Gold im Prinzip abschaffen. Und die US-Dollar wäre noch eine normale Währung wie die anderen. Die Idee in diesem Konzept, das sich durchgesetzt hat, war, es gäbe eine Gold-Dollar-Parität und alle anderen Währungen werden zu Gold nicht mehr fixiert, sondern zum Dollar. Implizit zum Gold über das Dreieck der Arbitrage. Aber letztendlich müsste man sich um eine Dollarparität kümmern. Und so lief das System. Und es ist klar, also mit Dollar ins Zentrum könnte man auch dieses Seniorage sozusagen ein bisschen zurücktransferieren an die Europäer. Ich glaube, das ist meine Auslegung der Sache. Es gibt viele andere, bösartigere Interpretationen. Es gibt auch ein paar naive Interpretationen, aber auf jeden Fall, so hat es funktioniert. Es gab sehr wenig Abwertungen, also das heißt, diese Dollar-Pfund, Dollar-Yen und Dollar-D-Mark, die wurden ab und zu mal angepasst, wenn die Deutschen so erfolgreich waren in den 60er Jahren. Es musste irgendwann mal ein bisschen angepasst werden, aber es gab den IWF, also die Funktion des Internationalen Währungsfonds war nicht irgendwie Banken zu unterstützen oder irgendwie mal Griechenland aus der Patsche zu helfen, sondern als Polizeikraft, als Überwachung zu sehen, dass kein Land irgendwie langfristig Leistungsbilanzdefizite fährt. Und ein Land, das wirklich sehr, sehr nachhaltige Defizite gemacht hat, wurde angehalten, tatsächlich große Strafmöglichkeiten gab es auch da, weil jedes Land Einlagen bei der IWF hatte und immer noch hat, dass sie quasi ein Austeritätsprogramm wieder macht. Das heißt, damals bis 1971 war schon Austerität, das Wort, ein neues Wort gab es schon immer, ein Teil des Programms. Und Länder haben darauf aufgepasst, nicht in eine Situation zu kommen, wo sie diese erniedrigende Situation, eine Austeritätsauflage des IWF machen müssten. Italien und England und Großbritannien, das Vereinigte Königreich, in den 60er Jahren hatten solche Programme durchzulaufen. Und das war für ein Land ein ziemliches Schmach. Also insofern gab es schon Anreize und der IWF hat eigentlich funktioniert. Aber was nicht funktioniert hat, war die Wirtschaftspolitik der USA. Und die USA sind ja für den Niedergang von Bretton Woods letztendlich verantwortlich. Sie haben ihre hohe Verantwortung, diese Gold-Dollar-Parität entweder zu respektieren oder überhaupt mal anpassungsfähig zu machen, nicht realisiert. Und es gab eine komische Situation, dass die Verbindlichkeiten der Fed, die bei ausländischen Zentralbanken gehalten waren, immer wuchs durch die zunehmenden Defizite der USA. Die USA ist von Exportmacht in den 50er Jahren, um Europa wieder aufzubauen, zu defizitäres Land in den 60er Jahren. Das hing natürlich mit dem Wirtschaftsprogramm von Kennedy zusammen, aber vor allen Dingen mit dem Vietnamkrieg, das auch
nicht durch Steuern finanziert wurde, sondern durch weitere Kreditaufnahme und natürlich durch die Europäer und die Japaner letztendlich. Also dieser Seniorage hat dazu auch beigetragen. Auf jeden Fall sehen Sie, wenn Sie diese beiden Kurven mal extrapolieren aus der Position von 1955, sehen Sie, das Ding hat irgendwie eine Nicht-Konsistenz, ein Problem. Und de Gaulle von Frankreich hat das sehr früh gesehen. In den 60er Jahren hat schon angefangen, Gold nach Frankreich zu holen. Er hat gesagt, hey, hier ist mein Dollar, ich möchte mal Gold haben. Und das durfte man. Aber wenn alle das machen und das wirklich weitergeht, sehen Sie, im Jahr 65 war das vorher programmiert, vorprogrammiert, dass eigentlich gar keine Möglichkeit wäre, alle Outstanding, also Verbindlichkeiten, zu bedienen. Das heißt, dass die Europäer hätten so viele Dollar, dass sie, wenn sie auf einen Anschlag das Gold holen, gäbe es kein Gold mehr in Fort Knox. Also das war die Situation. Und damit haben die Amerikaner angefangen, durch Überzeugungsarbeit die Europäer davon abzubringen. Aber das wurde immer mehr. Und zum Schluss ist es tatsächlich zu einem gewissen Run on the Dollar. Also man hat versucht, mal den Dollar zu verkaufen. Und es war natürlich eine ganz angespannte Situation, gerade die Feststellung, dass es deutsche Goldreserven in New York gibt, das ist eine Folge dieser Zeit. Nicht? Also es war schon immer Gold in der Federal Reserve Bank in Liberty Street, aber auf jeden Fall, man hat damals einfach bei defizitären Ländern, man hat den Besitz von Gold hin und her durch Marker irgendwie, das Gold ist schwer, nicht? Also man würde niemals das Gold wirklich in Besitz nehmen. Angeblich macht die Bundesbank das neuerdings, aber das kostet sehr viel Geld. Einfach allein der Transport und Versicherung, Versicherungskosten sind enorm und man darf es natürlich nicht publik machen. Das wäre natürlich eine Katastrophe und diese Flugzeuge können dann mal abstürzen. Das war immer ein Problem mit Gold und deshalb ist das Gold ganz gut aufgehoben, ganz woanders. Also einfach mal nebenbei gesagt. Auf jeden Fall, was zu dem Kollaps von Bretton Woods geführt hat, ist klar, es waren globale Ungleichgewichte, USA defizitär, Deutschland, Japan und Teile von Europa haben quasi diese Defizite finanziert. Ich meine, die USA hatten sehr, sehr hohe Wachstumsraten, teilweise auch vorangetrieben durch technologische Entwicklungen, aber irgendwie auch eine gewisse Überstrapazierung der Potenziale, weil die Inflation angezogen ist. Sie haben es gesehen, also die Entwicklung der Phillips-Kurve ist sehr, sehr schön zu identifizieren in dieser Zeit. Und die Menschen fingen an, Inflationserwartungen zu erhöhen. Das hat natürlich auch das alles noch verschlimmert. Und wie gesagt, die Überschüsse, diese grandiosen Überschüsse der 50er Jahre wurden in den 60er Jahren zu Defiziten. Und es gab tatsächlich einen Überschuss an Dollar am Markt und trotzdem bis 1971 ein Festkurssystem. Die Zentralbanken mussten immer intervenieren. Und das heißt letztendlich, dass diese Überschüsse in Deutschland und Frankreich und in Japan und in Großbritannien, das war natürlich, letztendlich stellt man sich die Frage, ob es Funny Money ist oder was macht man damit. Und irgendwann mal hat der gute Richard Nixon das alles für nichtig erklärt, das war im August 1971. Interessanterweise gab es gleichzeitig Schocks am Rohstoffmärkten, die Ölpreiserhöhungen sind Ihnen bekannt, das waren 1973. Das hat quasi die Lösung, die man nach 1971, das Smithsonian Agreement, das war so eine Abwertung des Dollars, aber trotzdem feste Wechselkurse, das hat nicht geklappt. Und vor allen Dingen kam wirklich zum Tragen, dass bestimmte Länder eine Aversion zur Inflation hatten und andere Länder ein bisschen weniger. Und das führte zu der Krise, die wir 1971, 1973 sehen. Nicht? Das haben wir alles schon mal intensiv angeschaut. Aber es ist klar, dass mit der Aufgabe des Dollar-Gold
Systems, Bretton Woods, hat man eine inflationäre Entwicklung. Ich sage es Ihnen, weil Sie wahrscheinlich, Sie können keine Ahnung haben, was Inflation heißen sollte. Sie waren nicht dabei. Aber das ist durchschnittliche Inflationsrate in den OECD-Ländern, die tatsächlich dazu gehörten. Sie sehen im Schnitt bei 14-15% Mitte der 70er Jahre. Das ist eine Geldentwertung, die wirklich erheblich ist. Und Nominalzinsen, die damit mithalten, müssten irgendwie mal 20 oder mehr heißen. Nicht immer die langfristigen, aber die waren auch sehr hoch. Und da sieht man, dass durch verschiedene Maßnahmen, Deflation, also richtig also Desinflation vielmehr, hat zu einem Rückgang der Inflation auf das Niveau, das wir jetzt haben. Und wir könnten sehr lange darüber diskutieren, was am wichtigsten war. Aber Länder wie China und Indien waren am Weltmarkt in den 80er Jahren noch nicht. Das heißt, kausal war eine restriktive Geldpolitik, die wir beschrieben haben. Okay? Das heißt, um quasi diese die Inflation das Genick zu brechen, müsste man irgendwie eine lange Zeit von niedrigem Wachstum durchhalten. Und das könnte natürlich immer wieder passieren. Aber auf jeden Fall gibt es immer die Frage, ja, was macht der IWF jetzt? Das ist ein Teil der, das ist eine Riesenorganisation, haben sehr gute Ökonomen. Und viele Länder sind auch verschuldet und brauchen irgendwie so eine Art Gütesiegel. Es gibt auch große Finanzierungsmöglichkeiten für Länder, die feste Wechselkurse haben. Und die werden auch mal überwacht vom IWF. Und es können sehr viele Länder könnte auch ein Land wie Deutschland dieses in Anspruch nehmen. Also jedes Land hat eingezahlt und hat einen gewissen Rückgriff auf Reserven, falls es zu Unfällen kommt, zu Notfällen, wo man Devisen braucht für bestimmte Interventionen. Es ist vielleicht realistischer in Ländern wie in Afrika, Südamerika, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja, und dann gab es die Finanzkrise. Also die wissen ja, ich kann es nicht unbedingt vertiefen, will ich es auch nicht. Das kennen Sie von anderen Lehrveranstaltungen. Aber ich kann meine die groben, also meine Darstellung davon. Es ist ganz klar eine Zusammenwirkung von lockerer Geldpolitik in Antwort auf die Anschläge am 11. September durch die Fed. Also damals wurde in World Trade Towers, der ganze Bond-Anleihenmarkt war zu Hause und es ist teilweise zerstört. Und die Fed wurde gezwungen, irgendwie mal massiv zu intervenieren, um Liquidität dem Markt zu flüssen. Und das war ganz selbstverständlich. Das Problem war, die Fed hat diese Politikmaßnahme niemals rückgängig gemacht nachher. Die hat einfach diese Liquidität am Markt lauern lassen und es gab gleichzeitig die Finanzierungsinnovationen der amerikanischen Hypothekenmarkt wie Pfandbriefe, aber viel aggressiver durch die Banken vorangetrieben. Man hat eine Verbriefung von Hypotheken erfunden und dabei konnte man die Banken, die Darlehen, die Hypotheken sozusagen an den Kreditnehmer gebracht haben, trennen von den endgültigen Besitzer von diesen Verbindlichkeiten. Man hat im Prinzip eine super Innovation gemacht. Der deutsche Pfandbriefmarkt ist nichts anderes. Es ist ein anders geregelt. Aber letztendlich ist eine Möglichkeit, Kreditfinanzierung zu verbessern und auch Risiko zu reduzieren durch ganz klare Diversifikationsschritte. Das Problem war letztendlich, das war nicht reguliert, nicht genug reguliert. Und diese Überflutung von Liquidität nach dem 11. September hat tatsächlich zu sehr niedrigen Zinssätzen geführt, die Banken dazu verlockt haben, billige Finanzierung kurzfristig, um diese Hypotheken ohne Ende zu finanzieren in allen möglichen Formen. Also erstmal MBS, Mortgage-Backed Securities. Wir haben das auch mal besprochen, aber auch die weitere Entwicklung. Man kann Derivate herausstellen, um quasi die Risiken umzuverteilen. Man kann diese MBS, Mortgage-Backed Securities, kann man umdefinieren,
in Tranchen teilen, die mit Risikoeigenschaften unterschiedlich aussehen. All diese Dinge sind eigentlich im positiven Sinne Finanzinnovationen, aber wenn sie nicht reguliert sind, führt das gerade bei diesen Bedingungen zu einer Situation, wo die Verschuldung der Banken bei diesen Geschäften übertrieben war und zu wenig Eigenkapital dabei waren. Das betrifft übrigens auch die deutschen und französischen Banken, genauso wie die amerikanischen. Die haben alle mitgespielt. Die Europäer haben im großen Stil die Finanzinnovationen der Amerikaner finanziert. Die Landesbanken in Deutschland, das wird von den Politikern nicht mehr erwähnt, aber das ist eigentlich einer der großen Finanziers. Und wenn dieses Kapital nicht vorhanden ist, können diese Blasen nicht stattfinden. Nicht? Also insofern müssen alle mitspielen, um das Ding zum Leben zu bringen. Und das hat wirklich sehr schwer getroffen, das wissen Sie ja. Es gab riesen Wertverluste an den Kapitalmärkten, auch an den Aktienmärkten. Und die Banken sind sehr in eine schwächelnde Situation gebracht und mussten mit Steuergeldern wenigstens rückversichert werden, aber auf jeden Fall teilweise übernommen werden. In Amerika ist es extrem. Die Hypothekenfinanziere wurden von der Fed übernommen, letztendlich vom Treasury über die Fed. Und die Fed ist mittlerweile zum größten Eigentümer von Hypotheken der Welt. Und ich möchte, also wenn Sie sich mal die Bilanz der Fed angucken, als Spaß, Sie können es runterladen, die Abbildung ist erschreckend. Die Fed-Bilanz ist viermal so groß wie vor der Krise. Das heißt, wenn die Zinssätze irgendwann mal wieder anziehen, wird die Fed eine massive, potenziell massive Verluste hinnehmen müssen, weil diese Hypotheken nicht mehr so viel wert sind bei höheren Zinssätzen. Und wenn Sie das nicht verstehen, haben Sie nicht aufgepasst. Ja? Also inverse Beziehung zwischen Anleihenpreisen und Renditen. Und die Fed wird sicherlich damit klarkommen müssen. In Europa sieht die Situation völlig anders aus. Die Europäer waren passiv, haben natürlich investiert und mitgespielt, aber sie haben letztendlich einen herben Schlag bekommen, weil unterschiedliche Verschuldung der Länder der Eurozone hat dazu geführt, dass unterschiedlich von den Märkten bewertet wurde, inwiefern diese Schulden überhaupt Bonität besitzen, und kam tatsächlich zu großen Verwerfungen im Jahr 2009 und 2010. Und die Krisen von Griechenland und Portugal, Spanien, auch Irland, gerade Irland, ist bekannt. Was meine ich jetzt mit den Geburtsfehlern des Euro? Wer möchte das mal probieren? Wenn Sie zugehört haben und nicht zu sehr gekichert haben, dann kann ich mal fragen, wer hat das verstanden? Warum habe ich das erzählt? Und nicht vergessen, dass Sie jetzt in YouTube kommen. Wer möchte das beantworten? Niemand? Also der IWF hat gerade diese wichtige Rolle der Beobachtung und Überwachung der Gleichgewichte und Ungleichgewichte und die damit einhergehende Währungspolitik gespielt. Diese Institution gab es bei dem europäischen Währungssystem nicht. Es gab kein EWF, es gab keinen Überwachungsmechanismus, der dafür sorgt, dass Länder, die Jahr ein und aus Defizite machen, dass das irgendwie mal wieder in Ordnung gebracht wird. Man hat einfach mal auf Maastricht sich verlassen wollen, dass der gute Wille der Länder hinreichend wäre, um das alles mal in Ordnung zu bringen. Und das war falsch. Jeder Politiker guckt auf das eigene Land an und lässt sich nicht von Ausländern mal diktieren, wie das zu machen ist. Nur wenn es ganz, ganz schlimm wird. Und vielleicht hätte man mit einem EWF in Europa nach der Gründung des Euro bessere Chancen gehabt, weil die griechische Situation fing nicht 2008 an. Die griechische Problematik fing 2003 an. Die Defizite von Portugal waren schon immer vorhanden. Man hätte schon damals, Mitte der 2000er Jahre, was sagen müssen. Und das war politisch einfach nicht korrekt oder möglich. Aber das ist vorbei. Wir haben auch keine ordentliche Bankenunion. Das wird jetzt nachträglich gemacht. Das sind auch andere Geburtsfehler, die man vielleicht
erwähnen kann. Deshalb ist es interessant, also wie weit sind wir eigentlich von der Situation entfernt, die wir damals hatten. Es gab im Zuge der großen Finanzkrise 2008-09, also vor der europäischen Nachwehen, gab es tatsächlich einen riesen Rückgang des Außenhandels. Und ich hatte mir damals sehr, sehr viel Sorge gemacht. Glücklicherweise haben sich die Länder berappelt, haben festgestellt, dass es nicht mehr gehen kann, also nicht so weitergehen kann. Es gibt trotzdem eine Reaktion, die immer festzustellen ist in der Politik, also der Austritt von Großbritannien, trotz der Riesenfehler, der Vorteile der Mitgliedschaft in der EU. Die Politik in Amerika schreit nach Austritt aus TTIP. Das erfreut vielleicht einige Leute in Deutschland. Man muss nur feststellen, dass es ein Rückgang, ein Zurücktreten von Außenhandel als Quelle des Wohlfahrts, oder vielleicht sieht man es mehr als Quelle der Gefahr oder der Gefahren, und möglicherweise eine Kündigung von NAFTA. So eine amerikanische Light-EU-Version, das wird vielleicht auch mal in Gefahr kommen. Das muss man wirklich alles mal über die Zunge gehen lassen. Gleichzeitig gab es nationale Bailouts ohne Ende. Wir stehen jetzt vor einer großen italienischen Aktion für die Banken, die dort straucheln. Aber es gibt in Deutschland genau dasselbe. Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr, Sie waren zu jung, aber Opel wurde auch in Deutschland richtig unterstützt und GM sowieso in den USA. Das sind irgendwie staatliche Interventionen, die kurzfristig politische Punkte bringen, aber nicht sehr gut für den Welthandel sind. Und dann gab es die Staatsschuldenkrisen, die Sie schon kennen, und eine sogenannte Regionalisierung der Wirtschaftspolitik. Das heißt, es sind entweder national oder regional, aber auf jeden Fall nicht mehr international. Das sind alle Dinge, die quasi den Außenhandel gefährdet. Und dann haben Sie im Hintergrund eine Entwicklung, worauf ich zurückkommen möchte, die Investitionsflaute. Wir sagen mittlerweile dazu genau, wir nehmen die Worte von Alvin Hansen aus den 40er Jahren. Er hat gesagt, säkuläre Stagnation, dass die Wachstumsraten, die wir als TFP-Wachstum verstehen, haben sich so dermaßen verlangsamt, dass die Zinssätze, die wir am Geldmarkt beobachten, selbst bei restriktiver Geldpolitik nicht so hoch aussehen. Also das Grenzprodukt von Kapital ist letztendlich für eine Zeit lang niedriger geworden, im Gegensatz zu anderen Jahren, in den 80er Jahren, 70er Jahren. Hier ist der Kollaps von Handel. Das hat sich, wie gesagt, wieder Fuß gefasst, aber das war erschreckend, gerade in Deutschland, große Handelsnation mit riesen Anteil an Welthandel. Deshalb wurde Kurzarbeit ohne Ende gefahren und Abbau von Arbeitszeit konnten als letzte Maßnahme, um die deutsche Wirtschaft zu retten. Ich habe das einfach mal als Folie, das habe ich damals kopiert aus dem Tagesspiegel. Das ist ein sehr schönes Bild. Man sieht wirklich, was es für Entwicklungen gegeben hat in Deutschland. Ja, das war wirklich, das ist jetzt das Risiko des Außenhandels. Man hat tatsächlich Vorteile. Man kann, wenn man will, kann man Vermögen anhäufen für die älteren Jahre, die Generationen. Oder man kann einfach mal schöne Dinge aus dem Ausland kaufen. Aber letztendlich gibt es ein Risiko, dass irgendwas passiert. Und das ist damals tatsächlich so passiert. Man hat so ein Anstieg der protektionistischen Maßnahmen, das habe ich, möchte ich nicht unbedingt vertiefen. Aber wie gesagt, die Entwicklungen seitdem glücklicherweise haben nicht dazu geführt, dass man offenen Handelskrieg hat. Aber wir haben immer noch, muss ich zugeben, zu verstehen, warum ein Land wie Großbritannien aus der EU austritt. Es kann sein, dass es Außenhandel ist, es kann auch sein, dass es die erhöhte Mobilität von Menschen, die nach der Migrationsentwicklung in der letzten Jahre, aber nicht nur in der letzten Jahre, sondern seit dem Beitritt von den osteuropäischen Ländern in die EU. Also es gibt sehr viel zu erklären. Auf jeden Fall bleibt mir noch anzusprechen, ob dieses Gebiet, das wir als Euro-Gebiet benennen, also ob das wirklich immer noch geeignet ist für ein Festkurssystem. Weil wir haben das ja. Wir haben ein Festkurssystem ohne die Möglichkeit auszusteigen. Man kann wirklich nur mit großer Schmach
die Mitgliedschaft in dieser Währungsunion kündigen. Aber auf jeden Fall ist es, es wird immer wieder überlegt, es könnte sogar von diesem Land ausgehen. Da muss man wirklich im Klaren sein. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann belegen Sie bitte meine europäische Integrationsvorlesung. Wir machen das wirklich in aller Tiefe, warum es den Euro gibt und warum es vielleicht nicht alle Länder dazu geeignet waren im ersten Zug. Aber auf jeden Fall ist alles zu spät jetzt. In dieser Vorlesung werden wir das nicht im Detail abhandeln, aber auf jeden Fall könnte man diese Vor- und Nachteile durchdeklinieren. Die Preisstabilität habe ich immer hervorgehoben bei festen Wechselkursen. Der Nachteil ist, dass man die Geldpolitik verschenkt und das ist vielleicht ganz teures Geschenk, wenn Sie sich überlegen, Länder, die gerne mal Fiskalpolitik ein bisschen mehr strapazieren möchten, können das nicht, weil sie hoch verschuldet sind. Die haben es vielleicht versäumt, in den guten Jahren was zu tun, um so einen Puffer aufzubauen. Gerade in guten Jahren soll man den Schuldenstand zurückfahren. Zum Beispiel in Irland, wenn es wirklich so ist, wenn die Wirtschaftsleistung um 26% angestiegen ist in einem Jahr, heißt es, dass das Schulden-BIP-Verhältnis in Irland von ungefähr 100% des BIP, was auch ein sehr, sehr großer Fortschritt ist, auf 75% oder 70% abgesenkt wurde. Dann ist es eigentlich eine interessante Idee, dass die Iren vielleicht das weiterführen, noch weitere Überschüsse machen, damit sie bei der nächsten Krise, die durchaus mal kommen könnte, etwas an Munition haben für eine Fiskalpolitik. Also die Vorteile, was die Finanzwelt angeht, ist klar, innerhalb eines Festkurssystems hat man eine Abpufferung wegen Finanzmarktschocks, von außen eben nicht, aber von innen schon. Die realen Schocks werden aber verstärkt, das ist auch bekannt. Und da sehen Sie als Beispiel Griechenland versus Großbritannien. Großbritannien hat und Island auch durch gewaltige Wechselkursbewegungen eine plötzliche Wiedergewinnung der Wettbewerbsfähigkeit machen können. Der Nachteil von einem Festkurssystem, und das ist gerade, was jetzt wieder thematisiert wird im Euroland, ist, dass jemand diese Geldpolitik verwalten und machen soll. Und wenn alle die gleichen Präferenzen haben für Geldpolitik, ist es kein Problem. Aber wenn ein Teil der Währungsunion eine gewisse Geldpolitik verfolgen will und ein anderer Teil eine andere Art von Geldpolitik verfolgen will, haben wir ein großes Problem. Das heißt, im Süden will man niedrige Zinssätze aus verschiedenen Gründen und im Norden, nicht nur in Deutschland, wo viel gespart wird, fühlt man sich benachteiligt, also die Ersparnisse werden entwertet. Das ist eine ganz große Spannungsquelle und macht mir auch Sorgen. Das ist auch übrigens im Kapitel 20 bzw. im 19 thematisiert, sollen Sie sich mal angucken. Ja, also in Deutschland, machen wir jetzt die letzte Rundschau, das ist wichtig, der Arbeitsmarkt und Wachstum ist, also erstmal Wachstum ist positiv, Wachstumsrate von 1,5% ist nicht schlecht, aber es ist nicht die Welt. Sie können unsere Faustregel berechnen, wie lange braucht man, um das Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt zu verdoppeln. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Aber auf der anderen Seite, robuster Arbeitsmarkt, man hat die Arbeit verteilt sozusagen. Teilzeit ist sehr, sehr groß geschrieben, auch bei Männern. Die Entwicklung wirkt positiv jetzt auf die Vollzeitstellen. Es gibt eine langsame Umwandlung. Konsumwachstum ist, kommt jetzt endlich mal, weil die Löhne steigen, könnte man sagen. Was interessant ist, dass die Investitionsraten immer noch relativ schwach sind. Das heißt, man investiert lieber im Ausland, bis auf den Bau von Wohnungen. Nicht? Das ist auch eine interessante Entwicklung, die man durchaus beobachten sollte. In Berlin boomt es so gut wie noch seit 20 Jahren nicht mehr. Und die Leute wollen alle eine Wohnung kaufen. Die Finanzmärkte sind immer noch in positiver Verfassung, trotz dieser ganzen Krisen, Mini-Krisen, die wir hatten, auch diese politischen Entwicklungen, auch dem Brexit, nach dem Brexit. Trotzdem fragt man sich, ob das wirklich nur durch die Diskontierung von immer schmäleren Gewinnen durch einen noch niedrigeren Zinssatz
Die Zinssätze sind so niedrig wie noch nie. Und das wollte ich mal zeigen, weil das ist für unsere neue 7. Auflage, haben wir das gerade machen lassen. Das ist irgendein wahnsinnig interessantes Bild. Also schauen Sie mal die Nulllinie an und dann stellen Sie fest, dass Eonia ist dieser Zinssatz, die Banken unter sich nehmen für Overnight. Also wenn Sie irgendwie Überschussreserven haben bei der Europäischen Zentralbank und leihen sie aus an andere, oder wenn Sie quasi kurzfristige Overnight, also Übernacht Ausleihungen machen, dieser Zinssatz ist negativ geworden. Das heißt, man muss quasi zahlen, um Geld abzugeben. Leider haben wir solche Situationen bei uns als Konsumenten nicht. Und Sie sehen, das stimmt auch bei den Marginal Lending. Das heißt, wenn Banken wirklich Probleme haben, kurzfristig Geld von der EZB brauchen, müssen sie immer noch zahlen. Glücklicherweise. Aber wenn Banken selber bei der EZB abgeben, haben sie negative Zinssätze. Sie werden bestraft, wenn sie ihre Reserven in Überschuss halten. Und das machen sie trotzdem, weil sie immer noch ihre Leverage, ihre Hebelung zurückführen wollen, ihre Schulden und ihre Aktiva zurückfahren wollen. Also sie wollen ihre Kapitalverhältnisse etwas verbessern, also das Verhältnis Net Worth, also Nettovermögen zu Gesamtaktiva verbessern, aus verschiedenen Gründen, weil sie wissen, dass andere Banken Probleme haben. Und das ist eine ganz, ich habe immer mein mulmiges Gefühl hier, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht nachhaltig, wir können nicht nachhaltig negative Zinssätze. Es gibt so viele Überschussreserven wie noch nie. Das sieht man an dem Geldmultiplikator, das haben Sie auch gelernt. Vergewissen Sie sich, dass Sie wissen, was es ist, nicht? Dieses Ding hat seit 2008 das Gleichgewicht verloren. Das ist nichts anderes als das Verhältnis von Verbindlichkeiten bei den Banken, die sie halten, nicht Banken halten, und Bargeld in ihren Taschen und in den Firmen im Verhältnis zu Basisgeld. M0 heißt Reserven bei der Zentralbank plus jene Banknoten in den Händen der Nichtbanken. Also dieses Verhältnis ist in den Keller gegangen. Und das heißt, die Banken wollen immer mehr Reserven halten, weil sie anderen Banken nicht trauen. Die trauen nicht, dass ihre Ausleihungen an die Banken mit hundertprozentiger Sicherheit zurückgezahlt werden. Das ist zum Teil auch ohne Beleihung, non-collateralized lending. Das ist auch sehr riskant. Und dann fragen Sie bei solchen Situationen, wie kann man Geldpolitik machen? Kann Geld so viel rausdrücken wie noch nie, und es passiert immer noch nichts. Die Zinssätze sind bei Null. Man muss irgendwie andere, nicht konventionelle Möglichkeiten versuchen, mal die Nachfrage anzukurbeln. Vielleicht ist die Geldpolitik eigentlich am Ende. Und da bleibt nur die Fiskalpolitik. Es bleibt nur Ländern wie Deutschland und Amerika übrig, endgültig mal über die Staatsfinanzen richtig groß auszugeben und unser Freund G zu erhöhen. Nicht? Schauen Sie das mal an. Also alle fragen mich nach Quantitative Easing, ne? Quantitative Lockerung heißt es auf Deutsch. Da sehen Sie, das ist nicht die Europäische Zentralbank nicht unbedingt den Markt mit Geld flutet. Also ich kann diese Interpretation nicht finden in den Daten. Das sind sehr aktuelle Daten. Das führt uns wirklich an den aktuellen Rand von 2016. Und die blaue Entwicklung ist die Gesamtpassiva des Eurosystems. Das ist eine Konsolidierung der Europäischen Zentralbank, Bundesbank, Banque de France, Banque d'Italia und alle anderen. Und Sie sehen ja, seit der Krise ist auch nicht alles in Ordnung da. Nicht? Also es gibt ganz große Schwankungen. Aber interessanter ist, was darunter passiert. Also unten sind zwei Dinge, die Sie interessieren müssen. Und zwar die graue Linie ist die Anstrengung der EZB, gerade den Südbanken, den südeuropäischen Banken, aus ihren Krisen zu helfen. Das heißt LTRO, Long-Term Refinancing Facility, das heißt, man vergibt Kredite direkt an die Banken,
Und mit der Hoffnung, dass die Banken das weitergeben an Industrie oder Haushalte, die irgendwelche Kühlschränke kaufen wollen. Und das haben die Banken nicht gemacht. Sie haben damit stattdessen Anleihen gekauft, Staatsanleihen. Die haben im großen Stil die Anleihen, die im Ausland waren, wieder zurückgekauft. Eine Renationalisierung der Anleihenhaltung der italienischen, spanischen und griechischen Banken. Und was sehen Sie noch? Sie sehen, da im gleichen Stil kollabiert die EZB-Bilanz. Das heißt, die Ausleihungen, die die Banken aufgenommen haben, diese graue Linie bei den Anstiegen, haben sie einfach zurückgezahlt. Das heißt, sie wollen nicht Kredite vergeben. Das liegt nicht an exorbitanten Geldmengenwachstumsraten. Sie sehen das ja. Also wenn man die alte blaue Kurve extrapoliert, logarithmisch gesehen, exponentiell wachsend, ist man immer noch nicht dabei, wo man hätte eigentlich normal sein müssen. Das heißt, die reale Wirtschaft wächst nicht, um diese Nachfrage zu unterstützen. Und das Interessante ist natürlich die orange Linie. Die orange Kurve ist eben diese Quantitative Easing. Also Offenmarkttransaktionen, die Draghi 14 verkündet hat und erst 15, 16 richtig implementiert hat. Es wird jeden Monat 60 Milliarden in Staatsanleihen aller Arten, nicht nur aus dem Süden, sondern auch aus Deutschland, gekauft. Die Preise werden in die Höhe getrieben, die Renditen werden noch weiter gedrückt. Und dieser Anstieg, sehen Sie, das hat man gerade die Kurve gekriegt. Also jetzt sieht man wenn Sie das nicht verstehen, also diese orange Kurve ist ein Teil von der blauen. Das ist eine Komponente. Das heißt, deshalb gleichartige Bewegung nach oben. Das heißt, die Quantitative Easing hat tatsächlich nichts anderes getan als eine Kollabierung der Geldpolitik, die gerade das, was wir in den 30er Jahren in den USA gesehen haben. Nicht? Die Banken wollen nicht mehr leihen. Die wollen nicht mehr ausleihen. Und man muss sie quasi wie ein Stopfgans richtig vollstopfen, damit diese Kreditmaschine wieder in Gang kommt. Aber das hat tatsächlich ein Limit, also eine Grenze. Und da sieht man tatsächlich in der Entwicklung. Also es ist außerdem ungleichmäßig. Es gibt andere realwirtschaftliche Gründe, weshalb die Investitionen in Italien und in Griechenland so schwach sind oder in Spanien gerade jetzt wiederkommen. Aber das sind alles so Dinge, die man nicht unbedingt in Deutschland beobachtet, aber eine Verlangsamung der Trendwachstumsraten ist durchaus vorhanden. Ja, also die Risiken sind da. Wir haben trotzdem noch eine Schieflage bei bestimmten Banken. Also diese italienische Entwicklung, die ich angesprochen habe, steckt dahinter. Die italienischen Banken wollen überleben. Die versuchen, Deleveraging zu betreiben. Sie zahlen ihre Verbindlichkeiten zurück bei der EZB. Sie wollen keine Kredite. Die Kreditlage ist sehr schlecht in Italien im Moment. Die Leute zahlen nicht. Die haben keine realwirtschaftlichen Programme, Pläne, die tatsächlich solche Kredite rechtfertigen. Und das ist die krisenhafte Situation, die wir immer noch haben. Das heißt, wir gucken, diese Folie habe ich letztes Jahr geschrieben und vorletztes Jahr geschrieben, kann ich immer noch vortragen, es ist noch bedeutend realistischer als Aussage heutzutage, gerade mit der Situation, der gegenwärtigen Situation in Italien. Natürlich, wenn eine Bank zu groß ist, kann eine Bank erpresserisch werden. Also eine Bank muss ausgeholfen. Der Bank muss ausgeholfen werden, weil sonst eine Ausbreitung der Viren, eine Panik. Und das will man in Italien auf jeden Fall vermeiden. Und deshalb, Bankenunion hätte zuerst kommen müssen, ist nicht gekommen. Und wir machen das nachträglich auch mit Einlagenversicherungen. Aber das ist heutzutage eine ganz, ganz heikle Sache. Es ist noch zu früh, Tschüss zu sagen. Also es ist auch noch nicht zu früh, der Gefahr Tschüss zu sagen und uns zurückzulehnen. Gut, also in den letzten Minuten möchte ich mal, bevor ich diese Filme zeige, die wirklich sehr gut sind, hoffentlich klappt das, wollte ich nochmal unsere bekannten Gesichter nochmal zeigen, weil vielleicht einige von Ihnen nicht das Lehrbuch aufmachen und nicht mal reingucken. Die sind die wichtigen Menschen, die möglicherweise auch in der Klausur vorkommen. Nicht? Also es gibt den John Maynard Keynes, der hat letztendlich das alles losgestoßen. Der war der Erste und der war wirklich ein traditionell Cambridge gebrüteter
hat die größten Lehre von Pigou und ich glaube, er hat sogar Marshall gehabt in der Vorlesung. Also der kannte das alles, aber er hat wirklich gezweifelt, dass es alles klappt. Und seine Ideen sind immer noch bei uns anwesend. Milton Friedman war der große Monetarist, der hat uns daran erinnert, dass die Geldmenge noch da ist und dass es eine gewisse Korrelation mit Inflation langfristig gibt. Das habe ich Ihnen nur mal gezeigt. Aber das Problem ist immer, eine Besessenheit mit der Geldmenge bringt nichts. Der Robert Solow hat gesagt, er hat sich beschwert, dass Milton Friedman immer über Geld gesprochen hat. Er dachte, ich denke auch immer über Sex, aber ich sage das nicht jedem. Ja? Das fand ich wirklich toll. Solow kommt noch. Dann gab es natürlich die Kritiker dieser keynesianischen Politik. Also Friedman war schon einer. Sie kennen seine Kritik von der Reaktion der Nachfrage auf verspätete Impulse der Wirtschaft und dass die Planungsmöglichkeiten begrenzt sind. Robert Lucas hat das hervorgehoben, hat auch gesagt, dass wir nicht zu sehr viel Vertrauen in unseren ökonometrischen Modellen haben sollen, weil eben die Menschen versuchen, diese Politik vorwegzunehmen. Thomas Sargent, auch so ein Zeitgenosse, ich habe auch Vorlesungen bei ihm gehört, der hat auch quasi uns zurückbesinnt auf die Rolle der Erwartungen, gerade in den 70er Jahren, was da passiert ist. Interessanterweise, wie schnell die Inflation zurückgefahren wurde, das konnten die damaligen Modelle nicht erklären. Also die Menschen haben tatsächlich verstanden, dass die Geldpolitik sich einmal geändert hat, nicht? Und glauben immer noch, dass die Geldpolitik auf eine Preisstabilität gezielt ist. Ebenso diese beiden Kerle haben uns an die reale Wirtschaft wieder erinnert und auch an die Supply-Side, also die Angebotsseite, eben das Schübe der Technologie haben langfristige Folgen für die Investitionstätigkeit, die Produktionspotenziale und so weiter und hat auch gezeigt, dass sogar Konjunkturzyklen dadurch erklärt werden können. Da ist unser Freund Robert Solow, der lebt noch, der ist wirklich eine unglaubliche Figur in unserer Wissenschaft. Er hat quasi die langfristigen Bestimmungsfaktoren für die Wirtschaft dargelegt. Paul Romer und Robert Barrow haben das ergänzt und gezeigt, dass es eine gewisse Konvergenz, das sind Ergebnisse, die wir in der europäischen Integration sehr häufig in Anspruch nehmen. Auch innerhalb von Deutschland eine gewisse langsame Konvergenz zwischen Bundesländern im Norden, im Süden, Osten und Westen. Die europäische Eigenschaft, hohe Arbeitslosigkeit zu generieren, die dauerhaft an den Märkten rumbleibt, ist wirklich ein großes Rätsel. Ich habe über dieses Thema promoviert und das waren meine Vorbilder, beide Briten, die gezeigt haben, wie die unterschiedlichen Entwicklungen in den europäischen Ländern durch Institutionen wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, auch durch die Arbeitslosenunterstützung beeinflusst werden kann. Und das hat uns tatsächlich dazu geführt, in den letzten Jahren solche Reformen zu machen. Ihre Erkenntnisse haben gezeigt, dass England und Deutschland und Holland und Dänemark viel bessere Arbeitslosenquoten haben als die Länder im Süden, die das nicht angepackt haben. Und zum Schluss möchte ich mal die Arbeitslosigkeit noch einmal aufgreifen. Das ist ein Forschungsgebiet von mir, dass die Erkenntnisse, dass die Märkte nicht unbedingt immer mit Angebot und Nachfrage zu verstehen sind, weil eben gewisse Friktionen entstehen, dass man gut ausgebildet ist und vielleicht sind die Jobs, wofür man ausgebildet ist, nicht vorhanden sind. Das sind interessante Dinge und vor allen Dingen die Theorie, die dahinter steckt, ist sehr, sehr elegant. Dale Mortensen, der häufig hier zu Gast war, hat das entwickelt. Christopher Pissarides, den ich auch relativ gut kenne, auch ein großes Vorbild, haben das vertieft, wie eben diese Märkte Energie brauchen sozusagen, um Arbeitsplätze und arbeitssuchende Arbeitnehmer zusammenführen. Und das kann auch durchaus auch unterschiedlich Ergebnisse haben. Zum Beispiel, warum in Polen, wo eigentlich die Wirtschaft besser denn je wächst, auch besser als in Deutschland in den letzten Jahren, trotzdem eine sehr hohe Arbeitslosigkeit hat. Wie kann man das erklären? Das kann man eigentlich nur durch solche Ansätze anfassen.
Ah ja, es gibt noch ein paar andere Leute, die ich erklären möchte. Also gerade Mike Woodford, also für die Leute, die die keynesianische Makroökonomie später verfolgen, der ist maßgeblich dafür verantwortlich. Da haben wir den John Taylor, der unsere schöne Taylor-Regel, das ist auch in der Klausur vorzufinden. Er hat das eben selber entdeckt, als richtig eine induktive Analyse. Er hat erstmal die Daten angeguckt, was machen die Zentralbanken? Die sagen uns nicht, was sie machen, aber wir können es wenigstens durch die Ökonometrie vielleicht herauskitzeln. Und er hat tatsächlich seine Regel mit großem Erfolg durchgesetzt. Dann kommen diese Freunde, die sind es gibt immer die ewig Meckernden, die sagen, der Staat kann das nicht, schafft das nicht. Der Staat ist sogar teilweise böse. Der Staat ist bevölkert von Politikern, die nur ihr eigenes Wohlergehen fördern wollen und machen all das, um wieder gewählt zu werden. Hayek hat das natürlich noch mehr in Frage gestellt. Er hat gesagt, die Ökonomen, die mit Formeln arbeiten, die sind alle verrückt. Die Mensch ist nicht in Formeln zu erfassen. Die Erkenntnisgewinne sind durch die Wirtschaft, durch das Preissystem überhaupt feststellbar. Das heißt, wir haben so viel private Information, dass wir nur über die Märkte diese Preise, die Preise, die sich herausbilden, geben wir diese Präferenzen irgendwann mal preis. Und James Buchanan hat auch diese Sichtweise ein bisschen auf den Staat als Leviathan, als Leviathan herausgearbeitet. Und sehr interessante Erkenntnisse. Diese Analyse, Sie kennen ja Professor Blankart, der ist ein großer Verfechter von seinen Ideen und auch hat lange mit ihm Kontakt und Arbeit gehabt. Und jetzt habe ich Zeit für das Letzte. Ich hoffe, dass...